In letzter Zeit häufen sich bei mir die Gespräche über das Thema Genetik und dass man doch nichts machen kann, wenn diese oder jene ernsthafte Erkrankung in Erscheinung tritt. Erstens, ja, das stimmt, Genetik kann man nicht verändern. Und zweitens, das sollte dich nicht die Spur interessieren, eben weil du darauf keinen Einfluss nehmen kannst. Ärzte behaupten gerne mal, dass die Ernährung von uns nur 30% ausmacht und darüber entscheidet, ob wir ernsthafte Erkrankungen bekommen oder nicht. Genetisch gesehen haben viele von uns schon richtig schlechte Karten. Ich beispielsweise habe in meiner Familie ziemlich viele Krebserkrankungen, habe dementsprechend schon schlechte Chancen, daran vorbeizugehen. Aber ist das jetzt ein Grund, damit ich den Kopf in den Sand stecke? Sicher nicht. Mach dir eines bewusst, was du nicht kontrollieren kannst, und damit meine ich die Genetik. Darum musst du dir keine Sorgen machen, weil du es eh nicht verändern kannst. Was du aber im Griff hast, das ist deine Ernährung und deine Lebensweise insgesamt. Wie viel Obst und Gemüse isst du am Tag? Trinkst du ausreichend Wasser und in welcher Qualität? Und viele, viele weitere Fragen schließen sich da an. Kannst du dir meine Gesundheitsvideos dazu anschauen? Und dann störe ich mich an diesen nur 30% macht die Ernährung aus. Rechne einmal nach, wenn du jetzt am Monatsende 30% mehr Gehalt bekommen würdest. Und genau diese 30% mehr an der Gesundheit, wenn du das optimieren kannst, machen einen riesen Unterschied aus, ob du mit 60, 70, 80 Jahren noch lebst und vor allen Dingen in welchem Zustand du lebst. 30% sind eine Menge. Das ist nicht wenig und das sollte man auf keinen Fall unter den Teppich kehren. Plus noch ein Thema, was häufig unterschätzt wird: Stress. Stress lässt sich nun überhaupt nicht in Zahlen fassen, aber es ist einfach klar, dass je mehr Stress wir haben, das heißt also je weniger Ausgleich wir schaffen in irgendeiner Weise, desto eher können wir auch erkranken, desto anfälliger ist unser Immunsystem und es ist ein Thema, was einfach immer wieder extrem unterschätzt wird. Sorge dich also nicht um deine Genetik, denn diese kannst du nicht verändern. Kontrolliere stattdessen lieber das, wofür du Verantwortung übernehmen solltest, und zwar deine Ernährung und deine Lebensweise. Und bitte nimm dieses Wort Eigenverantwortung sehr, sehr ernst und gib sie nicht am Türrahmen deines Arztes ab. Ich wünsche dir dabei die maximal möglichen Erfolge und stets eine optimale Gesundheit. Solltest du Fragen dazu haben, schreib sie mir unter das Video oder als persönliche Nachricht. Ich helfe dir gern weiter. Dankeschön und bis zum nächsten Video.